mit The Long Dark. Ne? Mit der Episode, wir machen den Story-Modus. Do not go gentle. Mackenzie und Dr. Greenwood werden getrennt, nachdem ihr Flugzeug in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt ist. Mackenzie kämpft ums Überleben und erkundet die Kleinstadt Milton, in der ihm das Ausmaß dieser stillen Apokalypse bewusst wird. Okay, wir gehen rein. Ich bin mal gespannt. Keine Ahnung von dem Spiel. Das ist immer ganz, ganz gut. Guck mal hier. Unerfahrener Überlebender. Für neue Spieler, die vor allem an beobachtender Erkundung und Geschichte interessiert sind. Fähiger Überlebender. Ich mache den mittleren Weg. Mit gewisser Erfahrung, die eine Mischung aus Erkundung und Überlebenskampf suchen. Wilde Tiere kommen nicht allzu häufig vor, können dich aber aufspüren. Die Überlebensmechaniken sind anspruchsvoll, aber es gibt reichlich so Ressourcen, rechtlich, ja. Moin. So, Story-Modus 1 bestätigen. Wir starten, wir gehen rein, mal gucken. Hinterland präsent. Bam, bam. Long Dark, das war doch schon mal ein schöner Start. Ich bin gespannt. Ich habe nur einmal ganz kurz habe ich reingeguckt beim Überlebensmodus. Da war ich vollkommen aufgeschmissen. Vollkommen. Ich hoffe, hier gibt es ein bisschen Tutorial. Eine kleine Erklärung, irgendwas. Also, wir wissen auf jeden Fall, wir sind mit dem Flugzeug abgestürzt. Astrid. Und sind in der Wildnis gestrandet. Oh, das sieht nicht gut aus, mein Freund. That's not good. Hier steckt da was drin. Ja, klar, zieh einfach raus. Zieh raus. Astrid. Das ist ein komischer Start jetzt gewesen. Vor 12 Stunden, okay. Da wollte gerade was kommen und es verschwunden. Was war das? Hm? Ah, jetzt. Das ist ein Inselhangar. Oh, ich habe einen Joker. Na klar, habe ich den Joker. Das passt, ne? Ja, ja, klar. Was soll das darstellen? Ist kalt. Like another record cold snap on the way. I'd better get a fire going before the pipes freeze up again. Habe ich mit mir selber gespielt? Wunderbar. So wie immer. Erinnerung, Kapitel 1. Dir ist kalt, mach ein Feuer. Für mehr Informationen, falschen Knopf gedrückt, genau. Mackenzie lungert am Haseninselhanger herum und wartet darauf, dass etwas passiert. Warte die Zeit ab. Dir ist kalt, mach ein Feuer. Tagebuchziele. Perfekt. Okay, alright, wunderbar. Okay, mach ein Feuer. Was ist das? Was bist du? Holzstreichhölzer. Überall Streichhölzer aus Holz.
12 Streichhölzer, 89% irgendwas und ein bisschen Gewicht. So, wo habe ich denn die Joker-Karte? Kann ich die nicht mitnehmen? Nee, okay, alright. Okay, wow. Die Steuerung geht ab. Zeitungspapier? Zeitungspapier taugt als Zunder. Ja, dann nehmen wir das doch mal mit. Was war das? Foto, astreines Foto. A rare McKenzie family photo. Meine ich ja, seltsames. Meine ich doch. Miss you, Dad. So, das ist ein. Ist das ein Flugzeug? Flugzeugzertifikat? I don't know. Ich weiß es nicht. Was haben wir hier noch? Haben wir hier irgendwas Interessantes, was Schönes? Great Beer. Okay, wunderbar. Wo machen wir? Ach, hier machen wir das Feuer. Guck mal. Great Bear Island. Dad used to fly there all the time. Ja. He said it used to be beautiful. Wir sind wohl not much reason to go there these days, Pilot. Since the quakes and all. Kochtopf wird mitgenommen. Zanderholz, muss ich das auch mitnehmen? Nehm mit. Das gute Zanderholz. Was haben wir hier? Zunderbündel. Alright, nimm mit. So, das kann ich nicht mitnehmen. Garenwasser. Okay, wir machen jetzt mal ein Feuer. Das ist Zunder und das ist Brennst. Ne, weißt du Bescheid. Brennst und Zunder. Und Zünder. Was will er denn jetzt von mir haben? Also, Grundchance im Feuer machen. 55%. Brennzeit 1 Stunde 39 Minuten. Erfolgschance 60%. Das heißt, ich wähle hier gar nichts aus. Sondern der verwendet hier alles von. Alright. Guck mal, das wusste ich zum Beispiel im Überlebensmodus nicht. Da bin ich ein paar Schritte gelaufen, hab das Feuer nicht angekriegt, hab gesagt, weißt du was? Ich bin raus, ich bin raus. Aber dieses Mal klappt es, guck mal. Da ist es, eine Stunde brennt es jetzt. Plus 8 Grad, wunderbar. Untersuche den Hangar. So, dir ist kalt. Erinnerung. Okay, das war's schon. Ich hab aber einen Kochtopf. Das ist der Hangar, das ist unser Flugzeug im Wasser, wie heißt das nochmal? Ein Flugzeug, was auch im Wasser landen kann. Jetzt schon fast Wasserflugzeug gesagt. I don't remember needing my parka this early in the season. It seems to get colder every year. Okay, also den brauchen wir noch nicht. Was war das? Ich muss gedrückt halten. Muss ich unbedingt dran denken. Wasserflugzeug. Es ist ein Wasserflugzeug, es steht sogar Wasserflugzeug drauf. Ich werde nicht mehr. So, Hangar ist erkundet. Ich weiß doch wohl, was hier ist. Ich bin doch hier jeden Tag, oder? Weißt du, was hier im Hangar herumeiert? Guck mal, hier ist noch Altholz. Ja? Das gute Altholz. Wofür habe ich denn das Feuer angemacht, wenn mir kalt ist? Wenn ich doch jetzt hier im Hangar rumeier. Irgendwas ist komisch. Spinde kann ich nicht öffnen, aber das Poster kann ich angucken. Remote transport. Zero flights a day to the mainland communities and well, anywhere really. Damn, I was right. Pipes eingefroren. Again. Ne, ja. Dann nimm die noch mal mit. Guess I could take a nap. So, da komme ich nicht. Du bist müde, mach ein Nickerchen, ja klar. Ein Kräutertee nehme ich aber noch mal mit, ne? Die ist auch zugefroren. Wunderbar. Nach draußen kann ich nicht. Ich soll irgendwo ein Nickerchen machen. Gehen wir ein Nickerchen machen. Bin auch schon ganz müde. Ah, hier, guck mal. Oh. Traumfänger ist da. Ein Foto. Those were better days. Was haben wir hier noch? Ein Karton. Auseinandernehmen. Auseinandernehmen kostet 12 Minuten. 40 Kalorien verbraucht es. Ausbeute... Ein Zünderbündel würde ich herausbekommen. Okay, ein Schokoriegel. Den könnte ich mal essen, ne? Nee, essen wir noch nicht. Ich glaube, das Schlafen zählt nämlich noch mit rein. In Verbrauch von irgendwas. Deswegen ruhen wir uns jetzt mal aus. Kann sein, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass wir jetzt irgendwo reingeworfen werden. Wir sind ja aktuell in der Story. Nee, alles gut. Lass mal was essen, ne? Geh ans Telefon. Wo ist denn das Telefon? Telefon? Hallo? Da ist das Telefon. Komm, Attacke. Guck mal, das brennt immer noch. Ich habe nicht lange geschlafen.
Jack Rabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. Mackenzie. Mackenzie. Well, slow down, Maureen. What are you talking about? She just showed up. Said you'd see her. Said you'd fly her north. I know you need the money. The weather service. It's okay, Maureen. I've got it from here. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well, what brings you... I mean, are you sick? No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after... Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie, look, Will, I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather out there is bad. Bad. When it's getting worse. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you and some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes. Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, because it's going to be a rough ride. Bei dem Wetter? Da friert dir doch alles zu. Da kannst du doch gar nicht fliegen. Die bringt uns in Gefahr. Okay, mal sehen. Achso, das sagt er. Plus enough fuel to get us out to Great Bear and back leaves. Almost no capacity for cargo. If we're too heavy, we'll burn through our fuel before we get there. I'll have to be careful about what else I take with me. Okay, wir sollen also welche zusätzliche Fracht aus? Wähle zusätzliche Fracht aus. Optimal. Das wird uns bestimmt nützen. Lade Astrids Ausrüstung in das Flugzeug. Leuchtpistolen-Kit. Erste-Hilfe-Set auf jeden Fall. Safe. Die Notfallnahrung. Water, Energy Bars, Purification Tablets. Breakfast of Champions. Wo das denn? Astrid traveling the mysterious case. Hab ich Astrid definitely doesn't want to talk about what's inside. Which means. Hier, Kochplatten. Herdplatte. Nimm die Herdplatte mit. Cheap electric crap. Ah, okay. Works when you need it. Ich guck mal, ob ich sonst noch irgendetwas hier finde, weil er hat irgendwas vom Wasser erzählt, aber das habe ich jetzt nicht so schnell mitgekriegt. Spiegel ist selbst gefroren. Hier ist alles gefroren. Verdammt. Wir dürfen nicht so viel mittransportieren.
Aber wir haben auch gar nicht so viel, was wir hier auswählen können. Ne? Der Ofen ist aus. Hier gibt es, glaube ich, auch nichts mehr, oder? Eine Karte. Nimm die Karte doch mit. Das ist wichtig bestimmt. Nimm mit. Steck weg. Der nimmt die nicht mit. Einen Topf vielleicht mitnehmen noch. Aber wir wissen ja, was passiert. Ein Telefon. Nimm das. Achso. Was soll das denn sein dann? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Zeitung kann er auch nicht mitnehmen. Also habe ich ja nur die Möglichkeiten, die drei Sachen, die hier auf dem Tisch waren. Ah, okay, warte mal. Astrid. Bam. Bam. Mehr kann ich nicht mitnehmen. Also ich würde dann auf jeden Fall das Erste-Hilfe-Set mitnehmen. Aber ich glaube, die Sachen nimmt er so mit oder so. Also die kommen, passen auf jeden Fall nicht mehr in die Klappe hinein. Jetzt will er doch den Parker mitnehmen. Schnapp dir deinen Parker. Habe ich gemacht. I see you're still wearing it. Huh? Wearing what? Your ring. Our ring. Forgot to take it off. I wear mine too. Why? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. Look. I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. Moved on. You sure? Because this all seems pretty familiar. You still working with that researcher, Doctor? What's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor? That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? I know you do. But I did. Choice I made. I did it for us. You don't have to. Let's just not. No. It's important that you hear this. There's things I need to Mackenzie, say. Mackenzie, not now. There's. Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight.